Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des. Wie komme ich auch auf die Kammer des Schreckens? Das ist ätzend. Nein, und der Stein der Weisen. Wir sind immer noch am ersten Part. Ja, beim letzten Part habe ich da oben aufgehört. Jetzt bin ich hier unten gelandet und bin auch ganz froh, dass ich hier unten gelandet bin, denn da unten sind noch jede Menge Bohnen. Ich hätte die beinahe vergessen. Ich darf nicht vergessen, meinen Timer zu stellen. Sonst lande ich wieder bei einer halben Stunde und das ist mir zu lang. Starten. Starten. Starten bitte, danke. So. Ja, Timer ist gestartet. Ich wollte nur noch ganz kurz ansprechen, dieser ganz, ganz fiese Piepston, den ihr die ganze Zeit im Hintergrund hört in den Videos. Mir ist das durchaus bewusst. Ich weiß, dass da dieser ekelhafte Piepston ist und ich finde ihn selber auch ganz, ganz schrecklich. Und es tut mir auch sehr leid, dass der jedes Mal bei meinen Videos dabei ist. Aber ich habe jetzt schon gefühlte 50 Soundtests gemacht mit drei verschiedenen Headsets und es liegt irgendwie an meiner Soundkarte, wie es aussieht. Ich kann das einfach leider nicht ändern gerade. Ihr müsst einfach momentan so ein bisschen, bis ich das Problem mit meiner Soundkarte geregelt habe, muss es leider einfach erstmal so bleiben. Die sieht aber hübsch aus. Ich versuche mich selber, also meinen Sound, was lauter zu machen, dass ihr das Gesamte ein bisschen leiser stellen könnt. Weil wenn ihr den Sound leiser machen könnt, geht auch das Piepsen etwas weg. Dann ist das nicht mehr ganz so extrem. Wow. Ist ja cool. Macht es Sinn? Ich glaube. Oh ja, es macht Sinn. Tatsache. Es macht tatsächlich Sinn. Ui. Mann, 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 um 100.000 Ecken. Ah, nein, ich springe, ich springe. Oh mein Gott, Angst. Hui. Hui, hui. So, noch ein paar Böhnchen mitnehmen hier. Oh, Schiss. Jetzt muss ich gleich warten, bis der hier hochkommt. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Oh, bitte, lass mich das schaffen. Wow. Ah, nein, Mano. Boah, das ist echt nicht so einfach. Hätte ich gar nicht gedacht jetzt so. Oh nee. Geht da. Hä? Ach so, da hinten ist auch noch so eine Plattform. So komme ich da rüber, ich verstehe. Aber erst wenn das Gitter offen ist. Okay, jetzt geht's rund. Ich freue mich sehr, dass die ersten paar Parts schon so gut bei euch angekommen sind. Ich habe auch schon gesehen, dass ich den ein oder anderen Stammzuschauer direkt schon habe. Und ich glaube, diese Plattformen werden runterfallen, wenn ich drauf bin. Deshalb muss ich mich hier. Da, seht ihr? Ja, die gehen runter. Da muss man sich ein bisschen beeilen. Also wie gesagt, es freut mich wahnsinnig, dass ich schon so den einen oder anderen Stammzuschauer habe, der direkt von Anfang an gesagt hat, ich werde die Reihe auf jeden Fall verfolgen. Finde ich wundervoll. Vielen, vielen Dank dafür. Und es freut mich halt auch, dass viele sich so ein bisschen hiermit identifizieren können, weil sie halt selber auch dieses Spiel damals gespielt haben. Und demnach meine Begeisterung für dieses Spiel so ein bisschen nachempfinden können. Das finde ich echt toll. Okay. Auch schon wieder ein Speicherbuch. Das ist sehr gut. Was ich hier so ein bisschen vermisse, ist dieses, was man bei den neuzeitlichen Spielen kennt, dass man schnell speichern kann auf irgendeinem Knopf. Das geht hier leider nicht. Das heißt, man muss einfach immer versuchen, schneller zu sein. Ja. Wo bin ich? Hier. Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, gespeichert. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geschafft. Okay. Ja, hier musste man halt manuell springen, sage ich mal. Das hat das Ganze ein bisschen einfacher gemacht. Oh. Holy shit. Ich gehe davon aus, dass der mich nicht erwischen darf. Der fliegt hier wahrscheinlich so Patrouille. Ah, hier schon wieder. Hi, der war schon. Mach keinen Scheiß hier.
Nein. So, du auch noch? Gute Nacht. Ah, da ist ja noch einer. Ihr erschreckt mich. Okay. Ah, noch einer. Nein. Nein, 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 das ist meine Bohnen. Der hat mir zwei Bohnen geklaut, der Sack. Ach, da ist eine Tür. Okay. Aber den kann man doch sicherlich. Ah, dachte ich mir doch. So, und jetzt andere Richtung. Und dann kriege ich wieder Bohnen, ja? Oh. Coole Sache. Ey, das ist meine Bohne. Ich finde die Farben der Bohnen einfach mal sehr genial. So gestreift, gepunktet, kariert. Komme ich hier irgendwie auch durch? Muss ich ja eigentlich, ne? Aber wie? Ist die Frage, wie? Oh. Es ist richtig, richtig scheiße gerade für mich, weil ich höre das über so ganz normale MP3-Player-Kopfhörer, so In-Ear-Stecker. Das heißt, ich verstehe kaum, was der redet, aber es ist einfach. Ich habe das Gefühl, dass bei denen der Piepston am geringsten ist. Also eigentlich hat das mit dem Headset ja offensichtlich gar nichts zu tun. Aber naja, ich dachte, wir versuchen kann man es ja trotzdem. Okay. Falsche Seite. Ich muss das auf die andere Seite tun, damit ich da dann diesen. So, also der muss hier drauf. Ja, bitte. Funktioniert nicht. Gut, der muss hier drauf, damit da der Käfig aufgeht, damit ich den jetzt auf die andere Plattform stellen kann, damit da das aufgeht und ich den dann darüber stellen kann. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Hey, da. Und die Dinger brauchen immer so lange, bis man sie bewegen kann. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr, worüber ich im letzten Part eigentlich geredet hatte. Ich habe ja immer so meine Special Harry Potter-Themen, über die ich hier rede. Eigentlich. Aber wie gesagt, da ich gar nicht mehr wirklich weiß, worüber ich geredet habe, mache ich jetzt einfach mal mit etwas weiter, was mir seit quasi Harry Potter so vorbei ist. Also seit dieser Zeit, wo die letzten Parts quasi erschienen, die letzten Filme. Parts. Ich bin immer bei Parts. Ich bin Let's Player. Seit der Zeit, wo die letzten Filme erschienen, habe ich mir das quasi so, so festgelegt, dass ich irgendwann mal eine Tätowierung zu Harry Potter haben werden werde. Haben werde? Haben werde. Und jetzt gehen diese komischen Plattformen hier immer rein. Oh, hei, das war knapp. Ich glaube, der geht aber zweimal rein, ne? Nein, tut er nicht. Uiuiuiui. Oh mein Gott. Also, zu. Speichern, speichern. Dankeschön. Zu dem Tattoo bezüglich Harry Potter. Ich habe, da gibt es natürlich unglaublich viele Motive und Schriftzüge, die man wählen kann, die mit Harry Potter zu tun haben. Und ich habe auch schon oft, wenn Leute Harry Potter Tattoos hatten, sehr oft auch gesehen, dass die irgendwie sich einfach nur den Schriftzug von ihrem Lieblingszauberspruch irgendwo auftätowiert haben. Wie ich kenne eine YouTuberin, die hat Expecto Patronum auf dem Arm stehen, einfach weil ihr dieser Spruch besonders viel bedeutet und weil das so ein Spruch ist, der Hoffnung gibt. So in der Art. Fand ich eigentlich auch eine sehr schöne Idee, muss ich sagen. Aha, die letzte Zutat. Oder brauchte ich vier? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie viel ich brauchte. Jedenfalls dachte ich mir, ist das schon eine ganz schöne Idee, aber ich möchte es halt nicht, ich möchte nicht immer das machen, was andere machen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen meine Devise. Aber es geht jetzt auch in dem Sinne nicht darum, dass ich jetzt nicht Mainstream sein will, sondern einfach, dass ich ein Zeichen setzen will zu etwas, das mein Leben sehr geprägt hat. Und da ich ja ein ganz, ganz großer Fan der Marauders bin, also der Rumtreiber, und allgemein unheimlich auf Wölfe und Hunde und sowas stehe, besonders Wölfe, habe ich mir überlegt,
dass ich mir, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich diesen Spruch, diesen englischen Spruch wohlgemerkt, der Karte des Rumtreibers sehr toll finde. Dieses "We solemnly swear that we are up to no good". Das wäre so ein Schriftzug, den ich wählen würde. Und dazu aber noch Flubberwurmschleim. Dazu aber noch quasi die Pfotenabdrücke der Marauders dazu. Also ich habe so ein Bild gefunden, wo. Okay, das macht wenig Sinn, ich komme da noch nicht rein. Das ist gemein, ich will da rein. Kann ich da hier durch? So, da? Und dann komme ich da außenrum lang? Nein? Nein, offensichtlich nicht. Doch? Doch, offensichtlich doch. Okay, alles gut. Ja, so. Ich habe da mal so ein ganz cooles Bild gefunden, wo genau dieser Spruch stand. Mit eben den, ja, Pfotenabdrücken der Tiere, die die Marauders darstellen. Wobei bei James ist es ja eher ein, ja, Hufabdruck. Und ja, das fand ich einfach sehr cool. Das wäre so mein Wunschmotiv. Ich bin mir sicher, ich werde es auch irgendwie nochmal so ein bisschen überarbeiten, nochmal ein bisschen individueller gestalten. Weil das war ja jetzt, wie gesagt, ein Bild aus dem Internet. Das kann ja einfach im Prinzip ja jeder benutzen, wie er es möchte und wann er es möchte und wofür er es möchte. Und das wäre dann, will ich dann halt, ouch, aua, der tut mir weh. Dann will ich dann halt noch was sehr Individuelles draus machen. Nein! Ah, ich verstehe. Ich muss warten, bis der hier vorbeikommt. Ihm trotzdem möglichst aus dem Weg gehen und dann hinterher quasi. So. Ne? Ergibt Sinn. Glaube ich. Ah, hier. Okay, da ist noch eine Kiste. Hui, das war knapp. Aber wie komme ich da hoch? Gar nicht. Ich komme da nicht hoch. Manu. Oh mein Gott, ich verirre mich hier wieder. Ich verlaufe mich hoffnungslos. Ich glaube, ich packe euch das Bild auch mal unten in die Videobeschreibung mal wieder rein. Dann könnt ihr euch das auch ganz gerne mal angucken. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Oh mein Gott, war das knapp. Ja, dann könnt ihr euch das auch ganz gerne mal anschauen. Vielleicht könnt ihr mir auch mal so eine Meinung dazu dalassen, wie ihr das findet. Ich wusste eigentlich, ich weiß schon seit Jahren, dass ich irgendwann mal dass ich irgendwann mal ein Tattoo besitzen werden würde. Okay, ich laufe ihm einfach hinterher. Und ich wusste auch, dass es irgendwas mit Wölfen zu tun hat, aber die Tatsache, dass es auch irgendwas mit Harry Potter zu tun hat, das ist dann halt, wie gesagt, nachdem der letzte Film rauskam, sehr präsent geworden und da war ich mir einfach hundertprozentig sicher, dass das einfach sein muss. Okay, ich habe mir die Bildkarte noch gar nicht angeguckt von ihr. Ich habe das Gefühl, diesen dicken Kerl habe ich schon. Da sind so viele dicke Kerle bei diesen Bildkarten dabei. Das ist irgendwie. Oh. Okay, Moment. Folio Magi. Die drei hier kenne ich schon. Die glaube ich auch alle drei. Den kennen wir auch schon. Den auch, den auch, den auch. Ich glaube, Bertie Bott kennen wir auch. Salazar Slytherin auch. Die ist neu. Elladora Kitteridge. 1656 bis 17. What? Ach so. Ach so, ach so, schon gut, ja. Ich dachte gerade, da wären Jahrhunderte dazwischen gewesen. 1729 entdeckte die Verwendung von Dianthuskraut, als sie ihren Kopf in einen Eimer Wasser steckte, wobei sie allerdings fast erstickte. Dachte ich mir. Ja, okay. Dianthuskraut, sehr geniales Kraut, muss ich sagen, hat man ja im vierten Teil dann auch gesehen. Ich wünschte, das gäbe es auch bei uns. Gibt's aber leider nicht. Schade, schade. Und Hengist of Woodcroft, Mittelalter, Daten unbekannt, wurde von Muggeln aus seiner Heimat vertrieben und lebt der Sage nach in Schottland. Dort hat er das Dorf Hogsmeade gegründet. Das Drei Besen ist angeblich sein Elternhaus. Cool. Also, das ist so ein bisschen ein Beispiel für das, was ich am Anfang mal erwähnt hatte. Durch diese Bildkarten lernt man einfach noch super viel über die Geschichte von Harry Potter und über so Hintergrundstories einfach so ein bisschen. Finde ich einfach cool. Wen haben wir hier noch? Herpo der Üble, Grieche erschuf den ersten Basilisken, hatten wir schon. Und das ist diese geheimnisvolle Bildkarte. Ich habe
in diversen Let's Plays jetzt auch schon gehört, dass das vermutet wird, dass das die Bildkarte von Voldemort ist. Ich glaube ja eher, es ist die Bildkarte von Tom Riddle, aber ja gut. Werden wir dann sehen, ne? Oh mein Gott, so viele Bohnen. Ich habe einfach mal schon. Wie viel hatte ich gerade? 312 Bohnen. Aber ich finde, die Hauspunkte sehen nicht so schön aus hier. Aber offensichtlich gibt es ja auch keine wirkliche Hauspunkte-Auswertung im Moment. Im zweiten Teil gab es die regelmäßig und als Belohnung konnte man in so einen Raum voller Bohnen rein und konnte dann ja genau, ich laufe auch noch in ihn rein, ey. Ich bin so gut. Als Belohnung durfte man dann quasi in diesem Raum so viele Bohnen sammeln, wie man in der Zeit halt schaffte. Jetzt, aua, der tötet mich. Oh Mann, oh, ich brauche Schokofrösche. Ich bin so ein dummer Mensch. Warum renne ich auch immer in den Rhein? Aber ich muss hier doch auch gar nicht her, oder? Doch, au! Oh, au, au, Kopf gestoßen. Okay, ich laufe mir einfach mal in diese Richtung hinterher hier. Vielleicht bringt mir das irgendwie so gar nichts. Nee, irgendwie nicht. Ah, der Kerl macht mich fertig. Der macht mich tot, macht er mich. Dim, dim, dim. Ja komm, sei lieb, sei brav. Danke. Und tschüss. Hier komme ich, glaube ich. Rü. Nee, hier komme ich nicht rüber. Da muss ich aber rüber. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich da nie wieder weg. Da hinten ist noch ein. Oh, Manu. Da hinten ist noch eine Kiste. Kusch dich. Komme ich da noch irgendwie ran? Ich glaube nicht. Da müsste ich noch mal ganz außen rum. Oh Mann, oh. Naja, ist jetzt auch egal. Da sind bestimmt nur ein paar Bohnen drin. Die Bildkarten sind meistens nur in diesen dunklen Kisten, in diesen schwarzen Metallkisten-Dingern. Ja, Hauptsache, er springt einfach immer. Immer und überall. So, komme ich da jetzt schon hoch? Streng dich an. Los. Bist doch so sportlich, Harry. Ah, jetzt kann ich auch wieder zurück. Tata. Wenn ich jetzt zu spät bin, ist es deine Schuld, du Idiot. Wusste ich's doch. Oh, ist das süß. Drei Stück? Ach, er ist so charmant, oder? Ja. Folge Ron. Oh. Ja, schade, dass ich jetzt an dem Festessen nicht teilnehmen konnte. Einfach nur, weil Snape mich es für nötig hielt, mich irgendwie festzuhalten. Warum kriege ich von denen keine Bohnen? Das finde ich gemein. Na gut, folgen wir mal Ron. Ich wollte ganz kurz gucken, wie viel Zeit ich habe, wie viel Zeit ich schon rum habe hier. 18 Minuten. Ja, ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt noch folgen sollte. Ich guck mal, ob ich hier noch ein, zwei Geheimnisse auf dem Weg finde. Ich mache den Weg einfach was länger so. Ich lasse mir Zeit. Dann könnte das Ganze funktionieren. Nein, das funktioniert nicht. Shit. Wie entkomme dem Troll? Moment mal. Nach Troll. Oh, der sieht bestimmt richtig episch aus, oder? Jawohl. Okay. Das heißt, ich darf dem Troll jetzt tatsächlich entkommen. Möglichst flott und möglichst ohne irgendwas. Oh mein Gott, warum ist der Kerl so schnell? Für einen Troll ist der Kerl echt zu schnell.
Er hat außerdem viel längere Beine als ich. Das ist nicht fair. Das ist absolut nicht fair. Oh, ich will immer diesem scheiß Teppich folgen, Mann. Der verwirrt einen voll. Nein! Oh mein Gott. Wie lang ist dieser verdammte Flur? Was ist das überhaupt für ein Flur? Das sind so Sachen, wo ich auch wieder sagen muss, dass ich mich da mehr an den PlayStation-Teil erinnere. Da ist das hier nämlich auch wieder überhaupt nicht vorgekommen. Und man musste den Troll am Ende in der Toilette mit irgendwelchen quasi Toilettenteilen beschmeißen, glaube ich. Damit er von Hermine ablässt und damit man den umhauen kann. Oh, ich glaube, das muss man hier auch. Rettet die Jungfrau, die nicht aufstehen kann. Und was mache ich? Ach, ich muss die Dinger von ihm abhalten. Okay, Ron versucht jetzt den Knüppel zu verzaubern, während ich versuche, die Toilettenteile, mit denen der Troll wirft, zu zerstören, bevor sie bei uns ankommen. Ich meine, ich kann sowieso nicht mehr viel einstecken durch den blutigen Baron, der hier 20.000 Mal in mich reingeflogen ist. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wen er hier eigentlich bewirft. Mich oder Ron? Du musst das nicht so hoch zaubern. Zauber einfach darüber. Und dann ist gut. Oh. Er wird schneller. Das ist ja eine richtige Herausforderung hier. Mensch. Ron, könntest du jetzt mal. Hallo, langsam ist. Oh, Scheiße. Mensch, hallo, bist du jetzt langsam mal fertig da oder wie sieht's aus? Also ich finde, für Kinder ist das teilweise, es hat zwar keine Altersbeschränkung, dieses Spiel, aber ich würde sagen, für Kinder ist das teilweise doch echt schwierig. Ah, er hat's geschafft. Bitte was? Hast du ihn kalt gemacht? So viel zu den Sounds. Ja, das nächste Quidditch-Spiel. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass man hier sogar mehrere Quidditch-Spiele macht. Das Problem ist, dass ich jetzt hier einfach reingeschmissen wurde, obwohl ich eigentlich gerne den Part beenden wollte. Ja. Das ist wirklich. Es tut mir leid, wenn ich hier bei den Quidditch-Spielen immer so ruhig bin, aber es ist wahnsinnig schwierig. Irgendwie muss man sich hier voll konzentrieren. Ich meine, diejenigen, die es selber spielen, die werden mich wahrscheinlich auslachen und sagen, es ist doch gar nicht schwierig. Es ist voll einfach. Aber für mich leider nicht. Au, Klatscher, Hilfe! Ich bleib dran, ich hab ihn gleich. Oh, ah, Hoi! Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Nein, 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 nein. Ja, so schräg und verquer und so hast du bestimmt noch keinen Fliegen sehen, das ist richtig.
Ja, wieder diese legendären Soundbugs hier. Findest du? Klar doch. Ja, wieder dieses typische Bevorzugen. Lee Jordan ist halt ein Gryffindor, kann man nichts ändern. Nein. Würde ich ja gerne. Boah, kann das eigentlich endlich mal vorbeigehen? Ich habe keinen Bock mehr. Also die Quidditch-Spiele sind echt so ein Part von dem Spiel, der mich so ein bisschen nervt. Oh Mann, nein, nicht schon wieder. Boah, das ist. Ach Mann. Ich wünschte, ich könnte diese Spiele rausschneiden, Mann. Das ist voll nervig und schwer und ich reg mich gerade echt auf. Also normalerweise hat man ja im Menü die Option, dass man das Ganze nochmal spielt. Beziehungsweise, dass man. Jetzt habe ich den ganz aus den Augen verloren hier. Ist es denn wahr? Ja, du bist gut. Ich weiß doch nicht mal, wo das Ding ist. Da. Nein, falsche Richtung. Hallo? Was? Oh. Okay, ich mache hier einen ganz, ganz kurzen Cut. Weil ich muss das Spiel echt, beziehungsweise den Part hier echt beenden. Und dieses Quidditch-Spiel ist einfach nur so nervig. Ich versuche es im nächsten Part nochmal. Ich werde ihn direkt hier dranhängen, damit die Filmsequenz jetzt nicht zu lange unterbrochen wird. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung. Da werde ich euch mal ein Bild von meinem geplanten Tattoo reinpacken. Und da sind auch andere wichtige Links drin. Deswegen auf jeden Fall da unten reingucken. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ein Abo natürlich auch. Das wäre sehr lieb. Ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder. Bis dahin, ciao.